Mit einem Fototermin begann am Freitag die Sammlung fürs Kinderhospiz Sterntaler auf dem Frankenthaler Weihnachtsmarkt. Wie wichtig diese Aktionen für Sterntaler sind, erläutert uns Beate Deuvel vom Kinderhospiz. Unabdingbar. Wir brauchen diese wundervolle Unterstützung und auch in Zukunft, um eben unsere Arbeit tun zu können, zu helfen. Denn von Land und Bund bekommen wir leider so gut wie keine Unterstützung. Deswegen sind wir voller Dank, dass heute diese Aktion stattfindet zu unseren Gunsten. Organisiert wird die Sammlung von Christel Steiner mit tatkräftiger Unterstützung von Christian Baldauf. Ich habe bis vor 3 Jahren von Sterntaler überhaupt noch nichts gewusst. Ich habe das über die Presse dann mal erfahren und habe mich mal da so ein bisschen kundig gemacht und habe dann auch gehört, dass sie keinerlei Unterstützung bekommen, weder von Land noch Bund, und habe gedacht, da muss man halt mal helfen. Herr Baldauf, wenn es um Frankenthal geht, sind Sie immer bereit, immer dabei. Sie unterstützen, egal in welcher Form und egal, ob das Sport ist, ob das Kultur ist, ob das so wie hier jetzt gesellschaftliche Aspekte hat. Wie wichtig ist das für Sie? Das ist mir sehr wichtig. Ich bin auch sehr froh, dass sie das organisiert, weil es geht hier um Kinder, denen es, weiß Gott, nicht so gut geht wie uns. Und da muss man auch daran erinnern und man muss auch dafür sammeln, damit die noch ein wenigstens einigermaßen schönes Leben haben. Und dafür ist man immer bereit, sich hierher zu stellen und zu sammeln. Und ich kann nur werben, geben Sie viel, geben Sie alle was und spenden Sie auch an die Sterntaler. Was bieten Sie alles an? Ja, wir bieten selbstgestrickte Socken, wir haben CDs, wir haben Schlüsselanhänger, Kochbücher, wir haben Brillenputztücher, Engelchenanhänger, schöne Postkarten, wunderschöne Postkarten, und ich glaube, es ist ein schönes Sortiment. Auch der Frankenthaler Beigeordnete Bernd Knüppel unterstützt tatkräftig die Aktion. Ja, Herr Knüppel, Sie sind sehr stark involviert in diese Sammlung heute für Sterntaler. Was macht's aus? Sterntaler ist eine sinnvolle Institution für die Kinder, für die Mitmenschen, und deshalb unterstütze ich sie und ich finde es gut, dass es Menschen gibt, die sich für Sterntaler einsetzen und engagieren. Im letzten Jahr kam die stolze Summe von 2.500 Euro zusammen. Auch hierfür gab es nochmals ein Dankeschön.